IMAL ist ein einzigartiges Projekt, wo Jugendliche sich in künstlerischen Dingen ausprobieren können, um einen Plan fürs Leben zu kriegen. Singen, tanzen, rappen, schauspielen, da kann Akrobatik dazugehören, da kann Pantomime dazugehören, Breakdance, alles, was man auf Bühnen machen kann. Die Leute sollen bei uns natürlich kreativ sein. Und Kreativität wird eigentlich in der Schule, in den seltensten Fällen, vielleicht im Kunstunterricht ein bisschen, vielleicht im Musikunterricht ein bisschen. Ansonsten ist Kreativität nicht gefragt. IMAL ist wichtig für München, das glaube ich schon. Ich glaube, IMAL, so oder so was Ähnliches wie IMAL, wäre überall wichtig. Wenn man sich fragt, warum die ganzen Kollegen das machen, dann kann ich nur sagen, weil sie eben genauso fasziniert sind von den Teilnehmern und von dem Prinzip dieses Projektes, was immer noch ziemlich einzigartig in Europa ist und Teil dieser Gesamtgeschichte sein wollen.